Spitzenspiel in der A-Junioren Berlin-Liga. Der zweite Eintracht Mahlsdorf empfängt Tabellenführer BFC Preußen. Die Gäste, die flügen regelrecht durch diese Liga. Die letzte und einzige Niederlage datiert auf den 12. November. Seitdem gab es 8 Siege in Folge. Dieser Serie wollen die lila gekleideten Hausherren heute ein Ende setzen. Und das Projekt startet auch verheißungsvoll. Alexander Kartrich mit der ersten guten Gelegenheit. Der Liga-Primus hat heute ungewohnte Startschwierigkeiten und braucht eine Ecke für die erste Chance. Oliver Schill. Der Kapitän der Preußen löst das natürlich wunderschön, aber etwas zu ungenau. Die Hausherren sind in der Anfangsphase klarer in ihren Aktionen. Telushi für Kartrich und Pütting mit Problemen. Alexander Kartrich mit 8 Treffern, bester Torschütze der Eintracht. Auf der anderen Seite der lange Ball in den Strafraum und Lasse Engelsing. Drin ist das Ding. 34. Minute, die äußerst schmeichelhafte Führung für die Preußen. Aber hast du einmal einen Lauf, dann hast du eben auch das nötige Spielglück. Denn ohne die Fußspitze von Mansur geht der Ball nie und nimmer rein. Extrem bitter für die Gastgeber, aber die wehren sich. Mit Al-Khalil. Guter Abschluss, aber Bütting diesmal ohne Probleme. Die gibt's stattdessen in der Mahlsdorfer Abwehr. Frank setzt sich robust durch, wieder Engelsing. 0-2. Büttner sieht im Zweikampf gegen Frank richtig schlecht aus und Engelsing muss nur noch einschieben. Mit dem 0-2 geht es dann auch in die Kabine. Durchgang 2 und Mansur beinahe mit dem schnellen Anschlusstreffer. Die Eintracht kommt auch nach der Pause wieder besser rein. Und diesmal belohnt sie sich auch. Jonas Maroske, 62. Minute, da ist der Anschlusstreffer. Schaltet am schnellsten und trifft den Ball dann richtig satt. Wir springen bereits in die Schlussviertelstunde. Die Hausherren werfen alles nach vorn, sind dadurch aber natürlich konteranfällig. Schnell und direkt gespielt vom BFC auf Haab. Haab sucht Wittek und über Umwege findet er ihn auch. Marc-Oliver Wittek veredelt diesen schönen Konter und besorgt damit den 1-3 Endstand. Der BFC Preußen holt Sieg Nummer 18 im 19. Spiel und marschiert weiter mit großen Schritten Richtung Regionalliga-Relegation.